Was nützt das schönste Prozesscontrolling, wenn kein Mensch die Zahlen kennt oder gar für seine Entscheidungen verwendet? Dann können Sie es auch sein lassen, also das Prozesscontrolling. Oder Sie schauen sich mal dieses Video an, bei dem ich Tipps verrate, wie Ihr Prozesscontrolling richtig gut ankommt. Vielleicht ist ja die eine oder andere gute Idee für Sie mit dabei. Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Ich kenne viele, ja wirklich sehr viele Unternehmen, die Kennzahlen erheben, Berichte erstellen, PowerPoints rumschicken, für die sich dann am Ende kein Mensch interessiert. Völlige Blindleistung ohne Mehrwert, aber die Mitarbeiter waren beschäftigt. Sie haben jetzt nicht gearbeitet, sondern sie waren beschäftigt. Und trotz des Aufwandes beklagen wirklich alle, dass sie keine gute Information zur Entscheidungsfindung hätten. Also die Informationsarmut in der Datenflut. So könnte man das Problem vielleicht gut umschreiben. Was braucht es also, dass Ihr Prozesscontrolling gut ankommt und eine wirkliche Hilfestellung ist für die Menschen, die wirklich dieses Material, dieses Informationsmaterial wirklich brauchen? Und dazu habe ich 5 Punkte zusammengestellt, die aus meiner Sicht wirklich essentiell sind. Relevanz, Zugang, Sparsamkeit, Verständlichkeit und Beeinflussbarkeit. Gehen wir mal diese Punkte miteinander durch, damit es klarer wird, was ich damit wirklich meine. Relevanz. Nichts ist so langweilig wie die Tageszeitung von gestern. Und nichts ist nerviger als Kennzahlen, die für mich nicht relevant sind. Was kümmern einen erfahrenen Maschinenführer an der CNC-Fräse die durchschnittlichen Kapitalkosten des Gesamtunternehmens? Vielleicht sind Maschinenstillstände oder Ausschussquoten viel, viel interessanter für diesen Mitarbeiter. Sie merken schon, das muss Relevanz haben für meine Arbeitsumgebung, für mein tägliches Tun. Ansonsten macht es keinen großen Sinn. Im Gegenzug dazu wird ein Histogramm über die Stillstandsgründe einer einzigen Maschine in einem größeren Maschinenpark einem Geschäftsführer nur bedingt bei seinen Unterscheidungen wirklich unterstützen. Das ist dann viel zu klein im Vergleich zu dem, was dann der Geschäftsführer vielleicht irgendwie haben will als Gesamtüberblick oder sowas. Also da ist eine große Varianz drin letztendlich, wie ich Kennzahlen so machen muss, dass es wirklich für den Leser, für den Adressaten, an den sie gerichtet ist, auch wirklich die Relevanz hat. Also eine Prozesskennzahl, die das Prozesscontrolling wirklich erhebt, muss eine Frage des Adressaten beantworten. Ansonsten hat sie keine Relevanz für den Adressaten. Und was keine Relevanz hat, wird auch nicht verwendet. Und was nicht verwendet wird, gerät in Vergessenheit, das kann man also auch getrost abschaffen. Und zum Thema Relevanz gehört natürlich auch die Aktualität der Prozesskennzahlen. Denn wenn diese nicht aktuell sind, haben sie auch kaum mehr Relevanz dafür, weil sie halt einfach nicht mehr aktuell sind, um eine gute Entscheidung treffen zu können. Also Relevanz ist wirklich das A und O für ein sinnvolles Prozesscontrolling. Ansonsten machen sie sich ganz viel Mühe, die aber keine Resonanz findet. Stichwort Zugang. Wenn die Ergebnisse Ihres Prozesscontrollings in der Schreibtischschublade des Chefs stecken, dann bringt es den Prozessbeteiligten herzlich wenig. Und ebenso, wenn die Kennzahlen in irgendwelchen BPM-Tools, Dashboards oder Portalen stecken, für die die Prozessbeteiligten keinen Zugang haben. Viele Mitarbeiter, gerade in der Produktion, die gewerblichen Mitarbeiter, haben oft keinen eigenen Zugang zur EDV des Unternehmens. Also die Kollegen, die draußen in der Montagelinie sind, die auf dem Dach stehen und ein Dach eindecken oder ähnliches, die haben oft selber keinen wirklichen Zugang zur Unternehmens-EDV. Und das stellt eine große Hürde dar. Und selbst wenn der Zugang zu den Kennzahlen technisch eingerichtet ist, man sich aber erst aufwendig anmelden und durchklicken muss, ist die Akzeptanz für die Verwendung nahezu null. Aber das ist doch alles auf SharePoint abgelegt. Leute, ich habe SharePoints gesehen. Da wären die Kennzahlen auf Alpha Centauri leichter zu finden. Und genau deshalb bin ich ein großer Freund der Shopfloor-Tafel, wo alles leicht zugänglich und relevant zu finden ist. Und wer mehr zum Thema Shopfloor-Management und zur Shopfloor-Tafel erfahren möchte, für den habe ich eine Videoempfehlung. Oder auch eine ganze Playlist zum Thema Shopfloor-Management für die ganz Wissenshungrigen, die sich damit richtig einarbeiten wollen. Stichwort Sparsamkeit. Beim Thema Relevanz hatten wir die Aktualität der Kennzahlen angesprochen. Erheben Sie daher nur so viele Prozesskennzahlen, wie Sie langfristig auch aktuell halten können. Beschränken Sie sich also wirklich nur auf die wichtigsten und nicht auf, das wäre aber bestimmt auch noch interessant. Sinnvoll ist eine Ergebniskennzahl, die den Output des Prozesses misst. Das ist in der Regel das Volumen, also wie viele Stück von irgendwas wurden produziert, wie viele Rechnungen wurden bearbeitet, wie viele Angebote wurden geschrieben und ähnliches. Und dazu, zu diesen Ergebniskennzahlen, kommen vielleicht noch 1 oder 2 Leistungskennzahlen. Möglicherweise auch mal 3, wenn es ein bisschen was komplizierter ist, aber so 1 bis 2 Leistungskennzahlen für den Anfang reichen völlig aus.
Und im Büro hat sich hier zum Beispiel die Durchlaufzeit bewährt, also wie lange braucht es von der Anfrage eines Interessenten bis wirklich zum Ende eben, wo das versendete Angebot bei dem Interessenten eben dann wirklich im Briefkasten landet. Und in der Produktion zum Beispiel ist die Zykluszeit im Vergleich zur Taktzeit ein sinnvolles Kriterium eben, um sich das anzuschauen. Wenn ein Fräsvorgang eine Minute dauert, aber am Tag 500 Stück gefräst werden müssen, wird es in einer 8-Stunden-Schicht mit einer Fräse nicht zu schaffen sein, weil die Taktzeit mit 1,04 Stück pro Minute über der Zykluszeit von einem Stück pro Minute liegt. Also das wird man nicht wirklich hinbekommen. Und deswegen ist es so ein Vergleich zwischen Taktzeit und Zykluszeit unheimlich hilfreich in allen, wo was produziert wird, wo man wirklich anschauen muss, wo Stückzahlen hergestellt werden. Wählen Sie also die Prozesskennzahlen aus, die Ihren Prozess wirklich nach vorne bringen. Und weniger ist hier wirklich mehr, denken Sie daran. Also nur ein paar wenige ausgewählte, die aber wirklich adressatengerecht und vor allem immer stets aktuell. Prozessmetriken, und das sind wir bei dem Stichwort eben der Verständlichkeit, die Sie im Rahmen des Prozesscontrollings erheben, müssen verständlich für die Leser sein. Das bedeutet, dass es auch keinen Zweifel daran geben darf, was die Kennzahl wirklich aussagt. Also weder inhaltlich, was bedeutet das, die Einheit oder die Kennzahl, noch von der Berechnung her. Und eine gute visuelle Darstellung ist also immer besser als reine Zahlenkolonnen. Wenn Sie mal angeschaut haben, dass Sie sich nur eine Tabelle anschauen mit Datum und Werten drin oder eben entsprechendes Balkendiagramm, dann wird Ihnen auffallen, dass ein Diagramm immer leichter zu verstehen ist und viel, viel besser ist als reine Zahlenkolonnen. Und eine klare Beschriftung, inklusive auch der Achsenbeschriftungen, zum Beispiel bei Diagrammen, und eine Definition, wie diese Kennzahl wirklich berechnet wird, sind ebenfalls ein absolutes Muss. Das muss nachvollziehbar und verständlich sein. Und dann kann man das auch ganz wunderbar in einem Kennzahlensteckbrief festlegen, wo man so einen kleinen Steckbrief macht. Was sagt die Kennzahl aus? Wie oft wird sie erhoben? Wer ist dafür verantwortlich? Wie wird sie berechnet? Und so weiter. Und für diese Verständlichkeit habe ich auch nochmal ein Beispiel mitgebracht. Wir haben jetzt hier zwei Balkendiagramme, die eben entsprechend die ausgebrachten Stück für eine Linie 1 und für eine Linie 2 einfach drin haben. Und das ist nach Monaten drin und die jeweiligen Stückzahlen. So, und jetzt, wenn man sich das genauer anschaut, dann werden Sie sehen, dass die Achsen natürlich eine ganz andere Maßzahl haben. Also das eine ist eben tatsächlich bis 140 und das andere ist bis 1400 Stück jeweils. Und damit sind wir bei dem Beispiel, was heißt eine gute Beschriftung? Also wenn Sie solche Diagramme nebeneinander haben, dann nehmen Sie auch die gleiche Achsenformatierung mit. Und auf einmal wird Ihnen klar, das ist ja ein Riesenunterschied. Beim oberen, da sieht man ja gar nichts. Ja, natürlich sieht man da nichts, weil die ist auch jetzt bis 1500 beide Achsen gleich formatiert eben. Aber da unten spielt die Musik. Also da, wo die große Ausbringungsmenge ist, dort passiert was. Das da oben ist im Vergleich zum unteren ja wirklich relativ wenig. Und zum Thema Visualisierung, das habe ich ja schon mal mit gezeigt, auch in dem Video. Wenn Sie jetzt hier ein Diagramm machen, zum Beispiel zur Arbeitssicherheit, dann können Sie auf einen Blick sehen, die meisten Tage sind wirklich grün. Wir haben manchmal vielleicht beinahe Unfälle gehabt oder sowas. Nee, das ist ein Arbeitsunfall ohne AU zum Beispiel. Das war an 3 Tagen und wir hatten einen Arbeitsunfall mit AU. Das ist doch sofort eingängig, dass man das eben sehen kann, was da passiert. Und das meine ich eben wirklich mit diesem klar und mit dem verständlich, dass man das eben wirklich tatsächlich so aufbereitet, dass es für jeden sichtbar ist, was diese Zahlen wirklich bedeuten. Der letzte Punkt, den ich für ein akzeptiertes und wirksames Prozesscontrolling wirklich entscheidend finde, ist die Beeinflussbarkeit von Kennzahlen. Wenn die Prozesskennzahlen nicht durch den Adressaten beeinflussbar sind, dann wird sehr schnell eine Abwehrhaltung eingenommen. Da kann man ja eh nichts machen und so weiter. Die anderen sind schuld. Wie soll das gehen? Es mag Kennzahlen geben, die für den Einzelnen schwer oder nicht beeinflussbar sind. Denken Sie zum Beispiel an Arbeitsunfälle. Die werden dann eben oft als Schicksal oder gottgegeben hingenommen, aber Arbeitsunfälle müssen nicht sein. Es ist doch viel, viel besser, wenn jeder am Abend gesund nach Hause kommt. Und wenn Sie mit dem Team über solche Zahlen sprechen, dann suchen Sie doch immer nach Wegen, diese allgemeingültige Zahl wie Arbeitsunfälle so zu zerlegen, bis die Adressaten wirklich betroffen sind. Zum Beispiel kann man eben die Arbeitsunfälle zerlegen in, was sind denn wirklich Arbeitsunfälle mit AU gewesen, welche ohne AU, wo gab es eben beinahe Unfälle, wo es zwar knapp war, aber Gott sei Dank nichts passiert ist. Und diese beinahe Unfälle können Sie dann in dem jeweiligen Team analysieren. Und wenn Sie die beinahe Unfälle reduzieren, dann werden Sie auch einen spürbaren Rückgang eben bei Ihren echten Arbeitsunfällen merken. Und so findet man dann eben dann auch die Hebel zur jeweiligen Verbesserung. Und das macht es dann eben auch aus. Und um die Beeinflussbarkeit wirklich jedem aufzuzeigen, braucht es natürlich intensive Kommunikation.
Und die bietet sich wirklich im Rahmen der Führung vor Ort, also bei einem Gemba Walk wirklich an oder bei der Morgenbesprechung an der Shopfloor-Tafel. Apropos Kennzahlen und deren Beeinflussbarkeit. Wussten Sie, und das ist ein ganz geheimer Tipp, dass die Anzahl der Abonnenten dieses Kanals, also meines Kanals, direkt mit Ihrem Abo positiv beeinflusst wird? Und dass Sie damit einen Motivationsschub bei mir auslösen, noch viel mehr von diesen Videos zu machen? Und nebenbei verpassen Sie keins mehr von den vielen tollen Videos, die diesen Motivationsschub in mir ausgelöst hat. Spaß beiseite, über Ihr Abo freue ich mich wirklich und Sie haben auch wirklich was davon, weil Sie eben tatsächlich nichts mehr verpassen. Deswegen gerne abonnieren, Glöckchen drücken, Like hoch und so weiter. Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.